Hi, hier ist Kamal von Best Boys und willkommen zu dem Bestcast Nummer 2. Das ist unser Podcast, was wir wöchentlich führen. Wie immer, ich bin nicht alleine hier. Mit mir ist mein Homeboy Samir. Hi. Wir wollen natürlich über die vergangene Woche sprechen, über die jetzt noch gerade läuft. Genau. Aber bevor wir beginnen, ein ganz großes Dankeschön für alle oder an alle, die uns ziemlich viel Feedback gegeben haben. Als wir damit begonnen haben mit dem Podcast, wir wussten nicht, wie es ankommen wird oder wer es gemocht oder nicht. Aber mittlerweile sind so viele Kommentare eingegangen und wir lesen alles, auch wenn wir das nicht beantworten. Das ist ziemlich unhöflich von uns, ich weiß. Es ist aber einfach so viel. Dass man ja, es ist ziemlich viel. Aber wir wollen euch sagen, dass wir es sehr zu schätzen wissen. Also danke sehr, was ihr schreibt. Gebt uns einfach die Tipps, wir halten uns daran. Okay. Fangen wir an. Wir haben die Woche begonnen mit Nokia Music, wobei das geschah eigentlich schon am Sonntag. Genau. Aber wir haben es halt am Montag geschrieben, Nokia Music Plus, das ist ein erweiterter Musikdienst von Nokia, ist die kostenpflichtige Form von Nokia Mix Radio. Genau, es ist sozusagen, es ist einfach so ein kleiner Plus, man zahlt 3,99 und hat ein paar Premium Features. Was für Premium-Features? Wir haben so zum Beispiel, weil Nokia Mix Radio ja eigentlich im Sinne eigentlich ein Radio ist, kann man unendlich überspringen, also unendlich skippen. Dann kann man unendlich viele Playlisten offline einstellen. Und man kann Songs überspringen. Genau. Also wenn ihr ein normales Lumia-Telefon habt und ihr überspringt einen Song, man darf nur 6 Songs pro Stunde überspringen. Und wenn man das 7. überspringen möchte, dann sagt er, aus lizenztechnischen Gründen geht das nicht. Und das geht jetzt halt mit 3,99. Aber nicht nur das, man kann jetzt auch unheimlich viele Playlists herunterladen. Ich meine, es ist besser als Spotify, oder nicht? Ja und nein. Es ist günstiger, aber es ist nicht wie Spotify. Weil beim Spotify kann ich wirklich aussuchen und sage, ich will jetzt von Kanye West irgendein bestimmtes Lied hören. Das geht zum Beispiel beim Mix Radio nicht. Da kann ich auswählen Kanye West als Radio und dann werden mir zufällige Lieder von Kanye West abgespielt. Das heißt, ich kann nicht einzelne Song anklicken und runterladen? Nein. Also man hat nur eine Playlist, die man erstellen kann und die kann man sich einfach runterladen. Aber unendlich? Genau. Jetzt das ist halt mit der kostenpflichtigen möglich? Ja, genau. Das ist halt auch eigentlich super günstig und super optimal. Ich benutze zum Beispiel öfters Mix Radio und bei mir halt nach 4-5 Playlisten sagt er wirklich, geht's nicht mehr. Und ich hatte wirklich viele Lieder offline. Da ist noch die bessere Qualität. Das ist das Einzige, was noch gegenüber dem Nokia Mix Radio sich unterscheidet. Aber ist das was? Ist das empfehlenswert für 3,99? Ja, also für Nokia-User ja. Ich hoffe aber, dass Nokia das man auch für iOS, Android und Co. rausbringt, damit das wirklich für jeden nutzbar ist. Ich meine, nur für Nokia-User, wenn man nur in Nokia-Welt lebt, ist das gut, aber... Aber da, es gibt ja einen Player noch, der funktioniert auch auf dem Web. Und ich glaube, genau, es gibt einen Player. Ach ja, es gibt und es gibt für Smart TVs auch noch einen Player. Also man ist zwar so im Ökosystem von Apple drin, Nokia drin, von Nokia, aber es funktioniert auch extern. Ja, auf genau. Smart TV und auch auf dem Computer. Ja, eine App wäre mir lieber, aber es ist schon mal ein Anfang. Aber 3,99 lohnt sich. 3,99 ist super. Okay. Würdest du das kaufen? Ja, ich werde es mir wahrscheinlich sofort ausprobieren. Ich warte nur, bis es freigeschaltet wird. Soll okay. Ja in den nächsten Wochen passieren. Was ist danach passiert? Dann kam Apple mit iOS 6. Und was gab es da Neues? Ja, ich habe mich erstmal um ehrlich zu sein sehr gefreut, als ich die Pressemitteilung gelesen habe. Da stand, LTE wird erweitert auf mehrere Netzanbieter und dachte, super, Vodafone ist drin. Und dann gucke ich da, Deutschland ist irgendwie gar nicht dabei. Nur Kanada, USA und andere Länder halt. Das war ja ein bisschen enttäuschend. Genau. Das war halt für uns, weil wir sind halt hier Vodafone-Nutzer in Hamburg. Wir haben zwar Telekom-Karten, aber es ist nicht unsere primäre Nummer. Das sind zwar nur Testkarten, die wir halt mit LTE-Hardware verwenden, für Tests oder sowas. Aber wir nutzen doch Vodafone und dachten, wow, es gibt jetzt LTE, was ganz groß in der Überschrift halt stand, wie es gerade Samir gesagt hat. Aber es kann halt nichts. Also das Update kann halt nichts. Ja, es sind einfach nur Bugfixes, die Apple da eingebaut hat. Ich glaube, ein Feature ist, man kann jetzt mit iCloud einzelne Lieder wieder downloaden, was im iOS 5 drin war, in iOS 6 entfernt wurde und in 6.1 wieder drin ist. Also ich weiß nicht, was der Apple macht. Also nichts, worüber wir eigentlich sprechen sollten, aber... Ja, es ist da und Apple freut sich und die Kunden freuen sich. Aber etwas, was noch kam und das kommt von
Samsung und das ist das Galaxy Express. Was hat es damit auf sich? Ach ja. Sag es mal nur die technischen Daten. Ja, es ist 4,5 Zoll AMOLED-Display, WVGA-Auflösung, leider wirklich WVGA, QHD wäre es nochmal was. 1200 MHz Dual-Core und eingeklemmt. Und eigentlich das Besondere ist wirklich, es hat LTE. Aber es ist halt nicht so ein High-End-Smartphone, wie wir es von Galaxy S3 kennen, One XL oder andere Geräte. Also es ist LTE-fähig, aber es ist kein High-End-Gerät, sondern es ist ein Mittelklasse-Smartphone. Oder sagen wir mal, bestens Falle, es ist ein Oberklassen-Smartphone. Genau. Es konkurriert direkt mit dem One SV, was HTC im Dezember vorgestellt hat. Genau, Dezember. Wir hatten kurz unser Review gehabt, jetzt vor kurzem. Und es konkurriert eigentlich halt nur damit, weil One SV ist das einzige Gerät in Deutschland, das LTE besitzt. Also, ja genau, LTE, günstiges Gerät mit LTE. Genau. Das ist das One SV und jetzt haben wir das Galaxy. Aber ist das notwendig gewesen? Eigentlich nicht, die haben doch genug Telefone auf dem Markt, Samsung, jetzt ehrlich. Man weiß aber auch nicht, was das Teil kosten wird. Also, wenn es, sagen wir mal, 299 Euro kostet oder 350, das wäre ein Traumpreis. Was ich glaube, ist nicht möglich ist, weil selbst das Galaxy S3 Mini kostet schon 389, genau. 379. Ja. Vielleicht ist Straßenpreis 350. Aber ein LTE-Telefon für diesen Preis vielleicht rauszuhauen, was wir uns ja eigentlich wünschen würden, ist, glaube ich, bei Samsung nicht machbar. Ja. Aber es gibt ja Alternativen als One SV, wer LTE benutzen möchte. Es liegt bei 3,79 und ich glaube, wir werden beim One SV 3,30 sogar sehen noch. Was das Galaxy Express kostet, das wissen wir nicht. Aber es kommt auch nach Deutschland. Ja, genau. Also abwarten eigentlich. Was haben wir als nächstes? Aber dann gab es wieder was von Apple. Ach ja, das fand ich sehr erfreulich. Mhm. Wo es teuer ist, aber ich finde es einfach gut. Apple hat 128 GB iPad Version vorgestellt. Und die kann man ab, ich weiß nicht, ob 6., 7. Februar kaufen? Ab 5. Ab 5. Februar kaufen. Es ist teuer und die meisten brauchen es auch nicht. Meine, aber wer braucht das dann? Wer braucht das? Also wirklich Hardcore-User. Ich meine, wenn ich, wir sind ja so oft in Messen unterwegs, USA. Da haben wir ja so oft erlebt, dass die meisten Journalisten dort wirklich nur mit iPads arbeiten. Hast du ja auch gesehen. Die setzen mit einem iPad, Case, Tastatur und ich glaube, das ist wirklich ihr Workspace. Da ist alles drauf, was die brauchen. Aber ich glaube, oh, ein iPad, ich kann mir vorstellen, mit einem iPad zu tippen und zu arbeiten, selbst wenn ich eine physikalische Tastatur noch habe. Ja. Aber es ersetzt nicht mein MacBook. Ersetzt ja, nicht. Ja. Aber wenn wir jetzt wirklich nur einmal davon ausgehen und sagen, wer verwendet das Teil mit 128 GB, dann sind das meistens nur Commercial User. Also genau. So, Apple hat ja in der PR-Mitteilung auch noch ein Beispiel gegeben. Meinte, die Leute von AutoCAD, die arbeiten damit. Okay. Die entwerfen ihre Pläne. Und diese Dateien sind halt sehr groß. Ja. Das sind 3D-Pläne, die sind wirklich ziemlich groß. Die müssen lokal gespeichert werden. Die können mal nicht so abgerufen werden oder so auf dem Cloud. Das ist nicht effektiv. Für die Leute ist das was. Aber selbst mein 64 Gig, ich komme damit nicht voll. Also bei mir sieht es anders aus. Ich krieg's auch nicht irgendwelche Filme herunterladen. Nein, ich meine, ich krieg's mein voll auch nur deswegen. Ich habe wirklich alle möglichen Apps drauf. Spiele. Und wenn man so sieht, in letzter Zeit, Spiele werden immer größer auf dem iPad, wegen Retina-Auflösung. Da sind die jetzt auf einmal von 1,5 GB groß. Und ich habe immer viele Spiele, Apps, Filme, Serien, alles Mögliche drauf. Und da kriege ich schon halt voll. Aber wenn es sein muss, dann weiß ich halt, dass das meiste, was ich drauf habe, einfach unnötig ist und ich es löschen kann. Ja, aber okay. Was sind die Preise? Rett mal schnell vor. 799 Wi-Fi, 929 Wi-Fi und LTE. Also Cellular-Version, die 4G-Version, die in Deutschland sowieso nur bei T-Mobile funktioniert. Genau. Okay, dann gibt es natürlich etwas aus der Zukunft, was in der Zukunft liegt, meine ich, und das ist HTC Pressekonferenz am 19. Februar. Genau. M7, genau, ne? Also wir erwarten natürlich vielleicht mehrere Telefone. Und wir erwarten auf jeden Fall das M7. Das ist spätestens jetzt bekannt, weil der CEO, der Peter Chao, der hat auf einem Unternehmensparty, auf einer Unternehmensfeier, sein M7-Team motiviert oder sich bei denen bedankt. Und dann haben sie im Motivationsschrei M7 gesagt. Also wir wissen jetzt, dass das Teil M7 heißt. Genau. Aber was ist halt der finale Name? Das wissen wir noch nicht. Mir wäre es ja lieber, wenn es One X2 einfach heißt. Warum? Damit es einfach klar ist, das ist das Flagship-Gerät von HTC. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt auf der Straße gehe und Leute frage, was ist das beste Samsung-Produkt?
Die meisten werden schon sagen können, irgendwas mit Galaxy S. Die wissen vielleicht nicht, ob das S2, S3 oder 4 wird. Die wissen aber, Galaxy S soll es sein. Bei HTC weiß man es nicht. Irgendwie vor 2 Jahren war es noch Desire, dann war es Sensation, jetzt ist es One X und jetzt ist es M7. Meinst du, die Reihenfolge sollte mit One weitergesetzt werden oder lieber One oder One X? X irgendwas, keine Ahnung. Ja, also ich sag mal, wenn es das Flagship, letztes Jahr Flagship war das One X, dann sollte das Nachfolger halt One X2 heißen. Ich meine, das wäre einfach damit, wo man sagt, das One X hat mir super gefallen, ich hole mir One X2. Und nicht, wenn das M7 da ist, denkst du, ist das jetzt der Nachfolger, ist das eine bessere Version? Kommt noch eine bessere Version? Wenn es One X2 heißt, weiß man es einfach. Ja. Okay. Es ist der Nachfolger. Okay. Das hoffe ich mal, das hat jetzt hier das irgendwann mal ordentlich macht. Also die Namen sind ja nicht bekannt, aber ich wünsche mir natürlich auch, dass es sowas wie ein One X oder keine Ahnung, sagen wir mal. So eine Struktur kriegt halt. Ja, ne? Soll nicht One Z oder sowas heißen, dann hat Sony ein Problem damit. Oder One M, das hört sich nicht so optimal an. Oder ja, One. Also der Peter Schau hat im Video geschrieben, HTC One M7. Und ich glaube nicht, dass es so heißen wird, weil das hört sich ziemlich schräg und komisch an. Genau. Aber ich hoffe doch schon, dass die diese One-Kategorie, diese Philosophie, die sie jetzt knapp vor einem Jahr vorgestellt haben, auch einhalten und sagen, okay, wir glauben immer noch daran, ein genau. Sleek Body zu haben, Unified, es soll Akku haben, es soll Speicher nicht erweitert sein. Ist vielleicht nicht alles so gut, was wir wollen, dass man den Speicher nicht erweitern kann, dass man den Akku nicht austauschen kann. Aber zumindest ist es eine Philosophie, die damals erklärt wurde und ich hoffe, dass man die auch fortführt hat. Ne? Aber was auf jeden Fall, ich glaube, das Thema ist, ist Fotografie, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das war letztes Jahr schon mit dem One X und das wird wahrscheinlich auch fortgesetzt. Ja. Es wird Wert auf die Kamera gelegt und da... Da kommt, glaube ich, was auch raus. Da kommt wirklich was Tolles. Das nächste ist Windows Phone OS 7.8. Es gibt endlich das Update, was im Rahmen von Windows 8 vorgestellt wurde, genau. Im Juni 2012. Das ist verfügbar, nicht nur für alle Lumia-Geräte, sondern auch für andere Geräte. Ich habe bei Microsoft nachgefragt und es gab später dann auch nochmal eine offizielle Meldung, dass es verfügbar ist für alle Geräte. Aber was kann das jetzt? Du hast doch noch ein Lumia 800 oder hast du es nicht mehr? Ich habe es nicht mehr. Ich hatte es noch. Also ich glaube, ich habe es verkauft, als es bekannt war. 29 wurde vorgestellt, habe ich es verkauft. Und das Lumia, das Update bringt halt die neuen Homescreens. Mit 3 Größen. Dann haben wir eine neue Display-Sperre. So mit Informationen, mit einer E-Mail angegangen und solche Sachen. Es ist immer noch kein Notification Center vorhanden. Das fehlt halt grundlegend natürlich noch. Das fehlt ja im Windows Phone 8 halt. Genau, aber es ist halt zumindest etwas, dass man das Telefon kurz entsperrt und sieht, okay, da ist eine E-Mail angegangen. Man kann auch entscheiden, welcher Account das ist. Also wenn ihr jetzt 3 Konten habt, dann seht ihr auch Konto A, Konto B, Konto C. Genau. Dann wisst ihr auch, wo das Ganze ausschaut. Also 3 Features fassen wir zusammen, ja? Größen, mehr Farben, es sind 20 Farben oder mehr. Die Hersteller rechnen ihre eigenen Farben nicht mit. Also 20 Akzentfarben. Genau. Und die Display-Sperre, die ist neu. Das ist eigentlich alles, was derzeit nach außen kommuniziert wurde. Sicherlich gibt es noch einige Sachen. Also ich gehe mal aus, Nokia hat Zusatzfeatures eingebaut. Ja, Nokia natürlich. Aber Nokia, wir sprechen jetzt von, sagen wir mal, HD7 oder sowas. Ja, da hat man wirklich nur diese 3 Sachen. Da gibt es halt nichts Neues. Bei Nokia wird man wahrscheinlich noch Zusatzfeatures kriegen. Okay, das waren natürlich kleine Themen. Aber das Allerwichtigste, das Wichtigste vom Wichtigsten. Du meinst Research in Motion? Nein, BlackBerry. Ah, okay. Wir sprechen über BlackBerry OS 10, BlackBerry Z10 und BlackBerry Q10. 2 neue Smartphones und 1 neues Betriebssystem bilden ein neues Ökosystem, Rimpire. Rimpire? Ja, hört sich cool an. Aber Rimpire gibt es nicht mehr, es gibt nur BlackBerry. Es gibt BlackPire. BlackPire. Okay, dann gehen wir mal kurz auf das Betriebssystem ein. Ich habe leider kein Gerät hier, dass ich euch das live demonstrieren kann oder sowas. Es gibt welche, die das bekommen haben. Ich habe keins bekommen. Wir hatten einen Prototypen da, aber das ist nicht für die Kamera bestimmt. Genau. Okay, das Betriebssystem fassen wir mal kurz zusammen. Es ist modern. Es ist zum Glück etwas, was sich ein bisschen von anderen Betriebssystemen unterscheidet. Ja, also ich meine, das fällt sofort auf. Zum Beispiel fehlt da einfach Home-Tasten, also überhaupt Tasten fehlen da. Es ist komplett gestenbasiert. Man muss, wenn man zurück will, ist das eine Geste von unten nach oben. Wenn man aus einer App raus will. Es hat 2 essentielle Punkte, die ein Betriebssystem meiner Meinung nach haben sollte.
Wären? Universal Search. Ja. Eine universelle Suche ist vorhanden. Mit einem Klick hat man eine Lupe direkt auf dem Homescreen. Man tippt auf die Lupe, kann man sofort suchen. Apps, Kontakte, Musik, alles. Eigentlich alles wird gesucht, durchsucht. Und der zweite Punkt, natürlich, was wir von Android und von iPhone kennen, ist ein zentraler Ort für Benachrichtigungen, für Nachrichten und andere Sachen. Man kann natürlich auch auf die Nachrichten eingehen, ohne dass man die Nachrichten, die jeweils die einzelne App öffnet. Ja. Und das Ganze nennt sich BlackBerry Hub. Das ist halt so ein Punkt, was einem Betriebssystem nicht fehlen sollte. Zum Beispiel, genau das fehlt beim Windows Phone 8. Dass das halt da kein zentrales Benachrichtigungssystem ist. Bei Windows Phone fehlt beides. Ja. Windows Phone fehlt beides. Da fehlt eine Universal Search Filter. Ja. Und da fehlt natürlich ein Benachrichtigungssystem. Genau. Aber ich glaube, das kommt. Ja. Und das hat was BlackBerry halt wirklich vom Anfang an dabei. Und dann haben die, ich meine, ich sag mal, die Zahl sagt eigentlich nicht viel aus, aber trotzdem haben die jetzt 70.000, starten mit 70.000 Apps für eine neue Plattform, was schon eine Ansage ist, wo wahrscheinlich nicht alle Top-Apps sein werden. Aber viele sind vorhanden. Genau. Also WhatsApp ist vorhanden, Skype ist vorhanden. Skype war auf BlackBerry OS 7 nicht drauf? Nee, da gab es das nicht. WhatsApp gab's. WhatsApp gab es, ja genau. WhatsApp gab es. Aber die haben, das Witzige war ja, WhatsApp hat offiziell gesagt, das wird es nicht geben, die haben kein Interesse daran. Aber komischerweise ist das drauf. Ja. Gut, das ist jetzt so eine Untersache, das ist jetzt vorhanden. Aber wir sprechen natürlich über das Betriebssystem. Das ist halt. Erzählen, was man da alles machen kann? Ja, es beginnt schon bei der Display-Sperre. Man hat eine neue Art von Display-Sperre. Man wischt quasi rüber. Das ist so eine Realtime-Animation. Man hat immer und überall von allen Applikationen so eine Peak-Information, wo Nacheingang sind. Ich glaube, ein Helikopter fliegt gerade rüber. Ja. Egal, machen wir weiter. Das ist aber die suchen dich. Die suchen dich. Genau, also man hat eine Information, wo Nachrichten eingegangen sind, das ist BlackBerry Peak. Dann gibt es, wie gesagt, diesen BlackBerry Hub, ein zentraler Ort für alle Nachrichten. Dann gibt es die Homescreens, die sind halt gestaltet, wie man sie jetzt von jedem modernen Smartphone kennt. Das sind 4x4 Raster, man hat die Möglichkeit, Ordner zu bilden. Von oben nach unten geschoben, hat man Kurzeinstellungen. Und es gibt zwei Telefone. Das ist einmal ein Touch-Smartphone, BlackBerry Z10. Und es gibt ein Touch- und Quetz-Telefon, genau. Das BlackBerry Q10. Und wir sprechen jetzt über die universelle Suche, ne? Die ist, genau. Genau, also wenn man das Q10 in den Händen hat und man tippt irgendwo was los, dann aktiviert sie sich schon, die universelle Suche. Das ist nicht neu, das kennt man schon von BlackBerry OS 7, aber das ist sehr, sehr produktiv. Super, ich meine, man muss einfach... Du willst irgendwas googeln, fängst du an, was zu suchen, ja. Und tippst Google ein, dann. Ja. Du suchst einen Kontakt, keine Ahnung, Beispiel, ich will dich anrufen. Ja, du musst einfach nur K-mal eintippen. Das ist halt nicht so wie beim iPad, dass man zum Beispiel, erstmal wischt und dann halt sucht, sondern man tippt schon direkt und schon beginnt die Suche in Echtzeit. Ne? Ja. Was sind jetzt gerätespezifisch nochmal? Beide Telefone laufen mit einem Qualcomm-Prozessor. Genau. Es gibt ein 4-2er und ein 3-1er. 3-1er ist die Quetz-Tastatur. Ist das Quetz-Tastatur? Wobei bei dem Quetz-Modell so eine merkwürdige Auflösung ist. Aber 720x720p. Ja, genau. Aber ich hoffe mal, Apps funktionieren optimal. Ja, also wir hatten mit diesem BlackBerry-Herrn gesprochen und er meinte, die Apps müssen natürlich speziell angepasst werden. Viele Apps werden nativ so programmiert, dass sie floaten. Das heißt, wenn man eine App für 27, für dieses Z10 programmiert, sind viele Apps auch so gemacht, dass sie sich automatisch anpassen. Das ist halt schon mal ein Ansatz. Ja, genau, das ist das. Wobei ich weiß nicht, mir gefällt das Z10 besser. Ich bin kein QWERTY-Fan. Ja. Weil wir ja auch Jungs sind, die mit Touch jetzt mehr zu tun haben, ja. Und nicht so diese Produktivitätssteigerung haben wollen für Business-User. Ja. Sicherlich gibt es da Käufer, die das kaufen werden. Ich meine sogar, es werden nur Geschäftskunden sein oder aber auch Leute, die viel mit Messaging zu tun haben. Ja. Ich meine, ich sag mal, wenn ich mal gucke, mein Bruder wird sich wahrscheinlich so ein QWERTY-Gerät holen. Er tippt halt gerne den ganzen Tag SMS, alles Mögliche. Ja. Ich bin einfach
habe mich mit Tasten lieb gefunden. Wobei die Tastatur auch im Touchscreen-Gerät auch sehr gut ist. Die bietet etwas Neues, dass man halt Wörter tippt, die hat ein Prediction und man, also eine, wer ist noch auf Deutsch? Prediction? Also so ein Vorschlag. Genau. Genau, Vorschlag. Und wenn ich was Hallo tippen möchte, wenn ich schon bei A angekommen bin und L tippen möchte, dann erscheint da schon Hallo und ich muss nur kurz nach oben tippen. Sicherlich ist es etwas ungewohnt, aber es ist schon eine bessere Variante und vielleicht. Also was ich auch mitbekommen habe, die ist wirklich sogar besser als eine iPhone-Tastatur. Da kann man mit ein bisschen Übung schneller tippen als auf einem iPhone, wo das für mich zurzeit irgendwie die beste Tastatur ist. Das Set 10, das ist schon verfügbar jetzt in diesem Monat. Wenn ihr das Video jetzt im Februar schaut, dann meinen wir jetzt auch Februar. Wir haben einen Preis ohne Vertrag und es liegt bei knapp 600 Euro. Das ist ziemlich viel für ein Gerät. Es macht natürlich Sinn, so ein Telefon mit Vertrag zu kaufen, weil es ein 4G-Telefon ist. Also Vodafone wird es als 4G anbieten. Bei Telefonica und bei Base weiß ich das nicht, bei Base sowieso nicht. Also ich tippe mal Telefonica vielleicht, weiß man es nicht. Die könnten das, wenn die es wollten. Vodafone wird es machen und T-Mobile wahrscheinlich auch. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das schlagen wird. Ja. Ich wünsche es denen. Ich will nicht sagen, dass BlackBerry sich das verdient hat, so einen Marktanteil verdient hat, weil ich meine, die haben nicht viel getan dafür, aber die haben schon etwas Tolles und die sollten schon einen Marktanteil damit erreichen. Ja, genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich, also die ihr Konkurrenz ist ja eigentlich, die wollen wahrscheinlich den dritten Platz haben. Die wollen Windows Phone weghaben. Genau. Also die kämpfen jetzt eigentlich mit Windows Phone. Und da ist halt, da werden wir sehen, wer den dritten Platz einnimmt. Ich glaube, die liegen jetzt Market Share mäßig für 4,7% Smartphone Market. Und ich hoffe natürlich, dass sie ein bisschen mehr schaffen oder deutlich mehr schaffen. Und weiterkommen, weil die Geräte sind nicht schlecht. Ich will mir selber eins holen, aber ich warte noch und gucke mir die Preise an. Ich bin am 19. In UK und ich werde mir vielleicht von da eins mitbringen, weil da ist das günstiger umgerechnet. 550 Euro. Und dort ist es jetzt schon verfügbar, ne? Ist schon jetzt schon verfügbar. Das war ein bisschen schade von BlackBerry, dass dies weltweit nur im UK verfügbar ist. USA bekommst du viel später. Das ist halt schlecht, ne? Gerade so USA, der so genau, wichtige so dominierender Markt ist, ja. Dass da halt so ein Telefon, was da sind ja, werden ja Trends geboren. Ich will nicht sagen, dass wir nicht wichtig sind. Wir sind sehr wichtig für den europäischen Markt. Wir sind auch ausschlaggebend, aber USA ist doch schon ein Trendsetter. Und was da etabliert sich auch eventuell hier. Ja. Ich meine, die hätten wirklich mal anfangen sollen mit UK, Deutschland, USA. Mit den drei Macs hätten die wirklich anfangen zu sagen, nächste Woche könnt ihr alle kaufen. Und die hätten dann ein Testgerät zu geben. Das auch, ja. Das klären wir noch mit BlackBerry. Genau, also Set 10 ist verfügbar schon im Februar. Knapp 600 Euro wird es kosten. Ich habe sogar die Woche, wir haben mitbekommen, dass es Kalenderwoche 8 sein wird. Ja. Ne? Von Set 10. Es wird auch eine Porsche-Version geben von Set 10, von BlackBerry Set 10. Also von, du meinst jetzt von BlackBerry 10 geliebte Porsche. Genau, richtig. Und das Q10, das kommt im April auf den Markt. Das ist eigentlich auch schon alles gewesen, was in der Woche passiert ist, ja, oder nicht? Ja, das war's. Ich meine, das große Thema war wirklich dieses Mal BlackBerry mit ihrem OS, mit ihren neuen Smartphones. Und dann kam halt ein bisschen M7 und Nokia und Apple und das ist eigentlich auch schon alles gewesen. Ja, also haben wir etwas übersprungen? Sagt ihr uns das? Hinterlasst Kommentare. Sagt ihr uns, was wir besser machen können, schlechter machen können. Okay, wir sagen danke fürs Zuschauen, wie immer natürlich. Nächste Woche geht's wieder los und ich sage danke. Bis bald.